Ja, Hallöchen zusammen. Und zwar wollte ich euch heute zwei Designs, also beziehungsweise meinen Beitrag zur Nagelschickbox, was ich mit den Produkten aus der Nagelschickbox machen würde, zeigen. So. Also erstmal trage ich mir das Pink auf. Und da werdet ihr gleich sehen, ihr müsst dem Gel definitiv Zeit geben, sich zu setzen, weil es nämlich, wie ihr unschwer erkennen könnt, ein bisschen, also es sieht so kriselig aus, aber ist es nicht. Es zieht sich halt gleich wunderbar glatt. So, wir lassen das hier stehen, dann mache ich den zweiten. So. Also so ein kleines Design habe ich schon im Kopf. So, ups. Tuch. Muss ich meinen Pinsel sauber machen. Dann gebe ich die eben für, ich lasse sie circa 10 Sekunden oder so anhärten, glaube ich. So. Nee, ich lasse sie eben 30 Sekunden anhärten, dann bin ich auf der sicheren Seite. Dann kommen wir. Und zwar habe ich mir dieses coole Glitzer ausgesucht. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die beiden verwende oder ob ich nur eins verwende. Das, ja, das weiß ich noch nicht. Das Blöde ist nur, ich habe hier jetzt keine Schüssel oder sonst irgendwas, wo ich mein Glitzer auffange. Ne? Das ist doof. Obwohl, wir nehmen einfach hier ein Foto. Daran soll es jetzt nicht liegen. So, und dann gebe ich mir jetzt einfach auf dem einen, weil ich da, auf dem einen möchte ich ein bisschen Glitzer mit bei haben, aber nur so ein bisschen. Und ich bin schon wieder mega klasse vorbereitet, muss ich mal ganz ehrlich hier gestehen. Also es ist mal wieder bombig wie eins bei mir. Oh Gott, aber ich glaube, ihr kennt das schon, ne? So, Moment, ich brauche mein Löffelchen. So. Oh, Entschuldigung, ich mache ja auch nur Mist heute. Also ich glaube, ich nehme doch nur einen Glitzer, weil mir das einfach echt ein bisschen zu ich will das auch nur so ein bisschen als Verlauf ungefähr haben. So, ich glaube, das reicht mir schon. Das soll nur so, den Rest mache ich dann ab. Gleich, das gebe ich jetzt eben. Oh, nein, der fällt. 5 Sekunden in die Lampe, versucht das Glitzer jetzt hier wieder rauszufummeln. Ich muss mir unbedingt mal so einen Behälter holen, womit man das Glitzer aufhängt, weil so geht das gar nicht. Das ist echt scheiße. Da geht wirklich viel daneben. So, dann können wir hier den Überschuss abbürsten. So, das habe ich jetzt nicht auf dem Tisch gemacht, weil sonst habe ich den ganzen Rotz auf dem Tisch, glitzermäßig. So, den werde ich jetzt schon versiegeln, weil der ist ja jetzt eigentlich schon fertig. Und weil ich möchte keinen Sugar-Effekt haben. Ich wollte, dass das Glitzer eingebettet ist. Und von daher so. Nummer 1, dann kann der andere raus. Ich werde mal eben diese Bodenplatte. Oh, Entschuldigung. Es tut mir echt leid. Ich bin hier ein bisschen verwirrt, weil dann kann ich hier nämlich schön reinschieben. So. Das war der erste Streich. Der zweite folgt sogleich. Dafür muss ich den auch eben abcleanern. Ein bisschen anbuffern, damit ich hier eine
scheiß Gerät hier immer, ne? So, ich denke, das reicht. Jetzt nehme ich mir diese wellenförmigen Muster. Dann nehme ich mir aber die großen, weil ich jetzt ein großes brauche. Und zwar schneide ich mir ein Stück ab, gebe das drauf, so, den Rest kann wieder hier dran und das lege ich mir jetzt so schräg drauf und nein, das wird jetzt kein Vanessa Design, falls Sie einen jetzt hier denken, ich mache jetzt hier Vanessa nach oder sonst irgendwas, nein. So, dann brauche ich meinen Versiegler. Ne? Oh, ich glaube, der ist schon fast leer. Obwohl ein bisschen kommt noch. So, also ich mache, hätte das auch eigentlich mit in Phasen gehen oder sonst irgendwas machen können, aber okay. Ich habe jetzt Glitzer benutzt. So, dann brauche ich wieder mein Foto und streue mir da einfach Glitzer ein auf den ganzen Nagel dann. Wo ist jetzt mein Ding? Hier ist er. Ich kann euch gar nicht sagen, wo ich den Löffel her habe. Ich glaube, den hatte ich mal von meiner Tochter oder so. Ich weiß es gar nicht. So. Das wird jetzt einfach auf den ganzen Nagel eingestreut. Und auf meine Finger. So, und bevor ich das jetzt aushärte, ziehe ich mir jetzt das ab und gebe den so in die Lampe. Für 5 Sekunden. So, das kann weg. Weil so finde ich das auch eine ganz coole Alternative. So, ich muss eben meinen Glitzer hier alles wieder zurückkippen. Ich will ja nicht, dass das alles verloren geht, ne? Das wäre echt traurig und schade um das Glitzer. So. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende eigentlich. Ich muss es eben zumachen. So, das weg, das weg. Dann kann ich hier eben meine Platte glitzern. Also wie gesagt, ich muss mir definitiv so ein Ding holen. Hier ist der eine schon mal. Den anderen werde ich jetzt auch noch eben fertig machen. Weil den werde ich jetzt versiegeln. So. So sieht der soweit schon mal aus. Also ihr könnt zur Not auch noch ein paar Steinchen oder so einlegen, aber ich finde das so irgendwie ganz cool, ne? Ich finde, das hat was. Ihr könntet jetzt auch so machen, dass ihr jetzt die Mitte matt lasst, hier wo das Muster ist, und den Rest dann einfach nur glänzend versiegeln, ne? Also es geht natürlich auch oder würde natürlich auch gehen. Oh je, ich glaube, mein Versiegelungsgel neigt sich echt dem Ende. Das ist nicht gut. So. Das gebe ich jetzt auch nochmal 30 Sekunden in die Lampe. Und wenn der fertig ist, würde ich sagen, hole ich euch so wieder dazu. So. Und fertig sind wir. Also ich finde, das hat echt was, ne? Also man kann es jetzt auch so machen, dass man das jetzt nochmal mit Schwarz umrandet, dass das halt ein bisschen auffälliger ist oder wie gesagt, dass das hier matt bleibt und der Rest nur glänzend ist. Aber so finde ich das echt ganz cool, ne? Das hat was. Ja, hier habe ich versucht, meine versuchte Flasche, weil ich einfach finde, es ist ja die Jubiläumsbox und ja, Jubiläum gehört natürlich auch Sekt mit zu, ne? Ja, und deswegen hatte ich mir gedacht, okay, machst du eine Flasche. Ist mir nicht so gelungen, aber
Ich bin ja fleißig am Üben, ne? Also, das war es soweit von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Wenn nein, dann schreibt es mir in die Kommentare, was euch gestört hat oder sonst irgendwas. Ja, ich würde sagen, das war's dann soweit von mir. Bis zum nächsten Mal.